Heute Nacht haben die Israelis offensichtlich diesen Gegenschlag gegen den Iran ausgeführt, aber interessanterweise sagt der Iran, wir wissen von nichts, das waren wir doch irgendwie selber, da ist unser Raketenabwehrsystem irgendwie leicht entzündlich gewesen. Warum sagen die Iraner das? Vermutlich aus dem Grund, dass sie erstens nicht zugeben wollen, dass ihre Abwehrsysteme das nicht abfangen konnten und zweitens, weil sie, wenn sie das eingestehen, dass da diese Schläge gekommen sind durch die Israelis, ja im Grunde dann wieder zurückschlagen müssten. Also gesichtswahrend versuchen zu sagen, wir wissen von gar nichts, es war doch nichts. Das ist wirklich eine ziemlich absurde Situation, aber für die Märkte jetzt eben entscheidend. Wow, wenn die Iraner sich jetzt auf doof stellen und sagen, wieso war doch nichts, dann heißt das keine weitere kurzfristige Eskalation. Also versuchen wir die Verluste, die heute Nacht durch die US-Futures entstanden waren, durch die asiatischen Märkte, wieder ein bisschen zu kompensieren, uns zu erholen, denn die Märkte, die sind im kurzen Zeitfenster fraglos überverkauft und da könnte schon eine Gegenbewegung kommen. Die Frage ist, wie weit reicht das? Geopolitisch wird das nicht das Ende sein, sondern diese Spannungen werden weitergehen. Die Israelis werden sich jetzt auf Rafah konzentrieren, also auf eine Bodenoffensive in dieser Stadt, vor der die arabischen Nationen gewarnt haben und gesagt haben, wenn ihr das macht, dann überschreitet ihr eine rote Linie. Also das Thema ist lange nicht beendet. Wir können also nicht sagen, ja, okay, jetzt ist das Kapitel abgeschlossen, Iran, Israel und jetzt ist wieder alles schick. Nein, das ist nur eine kleine Zwischenetappe. Das Ganze wird weitergehen. Die Nervosität wird bleiben, egal was heute vielleicht an Erleichterung der Fall war. Dazu heute noch der kleine Verfall an den Märkten. Also da könnte Interessantes geboten sein. Schauen wir uns erstmal die Dinge an. Vor allem im Fokus hier ist Isfahan, diese Stadt, die nicht nur viele Militärbasen oder einen großen militärischen Komplex beherbergte, sondern eben auch das Zentrum der iranischen Nuklearprogramms ist. Also das ist sozusagen der zentrale Atomstandort in Iran und dementsprechend ist ein Schlag in Isfahan durch die Israelis natürlich besonders pikant. Hier sehen wir mal die verschiedenen iranischen Atomanlagen, die Israelis. Die israelische Luftwaffe, genauer gesagt, hat gesagt, ja, wir haben einen begrenzten Schlag gegen Militäreinrichtungen in Isfahan ausgeführt. Iran hat gesagt, ja, aber die Nuklearanlagen sind hier nicht betroffen und so weiter und so fort. Jetzt hier vielleicht das, was Jennifer Griffin auf den Punkt bringt und eben der Iran hier sagt, also diese Drohnen, die wir abgeschossen haben, die hatten eine sehr kurze Reichweite und wurden innerhalb des Iran abgeschossen sozusagen. Also man versucht offenkundig, wie Jennifer Griffin hier sagt, das Gesicht zu wahren und zu sagen, ja, war doch gar nichts, dann muss man nämlich nicht sofort zurückschlagen und muss nicht eingestehen, dass man möglicherweise diese Dinge nicht abfangen konnte. Wie hier unten dieser Tweet zeigt, ist, glaube ich, die Botschaft Israels, wir können jederzeit eure Atomanlagen hier bombardieren. Der Iran versuchte eben das Ganze letztendlich runterzuspielen, um das Gesicht zu wahren und eben nicht sofort diesen Gegenschlag ausführen zu müssen. Das ist vielleicht die Lage, die man so zusammenfassen kann. Natürlich viel Unklarheit noch, aber eins ist klar, dieser Schlag erfolgte wahrscheinlich nicht zufällig am Geburtstag von Khamenei und das hat Rubio nochmal, der US-Senator, in den Fokus gestellt. Der ist in der Regel sehr, sehr gut informiert, dieser Senator, wahrscheinlich durch die Kontakte, die er hatte zu Geheimdienstkreisen in den USA. Und dann eben auch die Aussage eines hohen iranischen Offiziellen, no plan for immediate retaliation, no clarification on who is behind incident. Also, wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ne? Das waren das die Israelis? Na klar, man nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie ist da was in die Luft gegangen. Na, wir wissen von nichts und so weiter und so fort. Jetzt hat allerdings die israelische Armee bestätigt, wir haben 7 Cities hier attackiert, darunter Teheran, Bushehr und so weiter. Also das ist jetzt natürlich auch ein Informationskrieg, der hier stattfindet, interessanterweise. Also kommen wir
Dann mal zu dem Geschehen an den Märkten. Das ist sozusagen ja die entscheidende Frage, was macht das? Oder hier bei Finanzkanälen, was macht das Ganze mit den Märkten? Und eins ist klar, Bitcoin ist eben ein Liquiditätsasset, kein sicherer Hafen, ging runter. Wieder mal, nachdem es ja schon am Samstag gefallen war, als der Iran dann diese Missiles und diese Drohnen oder mit diesen Drohnen und diesen Missiles Israel angegriffen hatte, sehen wir jetzt wieder das gleiche Muster. Es geht nach unten, also ein sicherer Hafen scheint mir das nicht zu sein, wenn es in einer solchen geopolitischen Situation nach unten geht. Dazu hatten wir auch Outflows aus den Bitcoin-ETFs, also Geldabzüge. Und Bitcoin rechts, diese Grafik zeigt es, ist im Grunde ein dreifach gehebelter Nasdaq. Wenn Sie das mal übereinander legen, nehme ich den Bitcoin und den dreifach gehebelten Nasdaq ETF, dann sehen Sie da gewisse Kursparallelen. Insgesamt haben wir an den Märkten jetzt 5 Tage mit Kursverlusten gesehen. Das ist die längste Strecke seit Oktober 2023. 3,6% ging es nach unten, so wie zuletzt eben im Oktober. So wie am 1. Dezember 2022, also gerne immer 3,6%, aber wir sehen in den letzten Jahren war das nochmal ein bisschen schärfer teilweise. Wenn wir heute wieder fallen würden, dann wäre das die längste Strecke eben seit 2022, damals eben am 5. Oktober 2022 ging es auch 6 Tage nach unten. Und vor allem, was auffällig ist, wir eröffnen immer erstmal positiv und gehen dann negativ aus dem Handel. So war es auch gestern, auch wenn die Verluste natürlich nur minimal waren. Aber das könnte eben sein, dass die Bullen doch irgendwie die Kontrolle verloren haben, könnte man sagen. Und das wird durch Charts, die ich Ihnen gleich zeige, nochmal bestätigt. Aber hier im kurzfristigen Zeitfenster, diesen Chart hatte ich gestern Abend schon gezeigt. Wir sind nachbörslich dann noch weiter runter. US Futures eben aufgrund dieses Gegenschlags der Israelis weit unter die 5000er Marke. Jetzt sind wir da im Grunde an einem Punkt bei 4980 gewesen, wo eben dieses wichtige Gap gerissen wurde. Und hier sehen wir diese bullische Wedge. Also normalerweise siehst du dann irgendwann eine Gegenbewegung aus so einer fallenden Wedge. Und hier sehen wir aber, übergeordnet ist eine Erholung jederzeit drin, aber dann dürften wir eben wieder abprallen und die Strecke nach unten fortsetzen. Es ist durchaus möglich, dass wir diesen Kanal, den wir hier unten sehen, nochmal nach unten ausschöpfen. Das wäre dann 4600 beim S&P 500, also um und bei 10% unter dem aktuellen Niveau. Wenn wir im kurzen Zeitfenster mal gucken, sehen wir hier heute im Fokus der Verfall, der kleine Verfall, aber das wird immer wichtiger, denn die Optionen werden immer wichtiger. Hier sehen wir dieses Niveau von 5000 Punkten im S&P 500. Da dürfte gekämpft werden heute. Wir haben, wie ich gestern auch schon zeigte, ein hohes Put-Call-Verhältnis, also viele Puts inzwischen draußen, weil die manche es mit der Muffe kriegen und vor allem auch die CTAs, diese Commodity Trading Advisor, die Vermögensverwalter, die all in long waren und jetzt immer mehr abbauen müssen. Je weiter der Markt fällt, umso mehr müssen die abbauen. Hier sehen wir mal CTA Sell Triggers, also bestimmte Punkte hier im S&P 500 Future, der ja über dem Kassastand steht, sehen wir, wo diese Marken sind. Aber Faustregel, je mehr es nach unten geht, umso mehr müssen die verkaufen. Und bisher haben die wohl seit Montag 20 Milliarden Dollar oder im Volumen von 20 Milliarden Dollar verkauft. Jetzt aber auch interessant, die sogenannten Vol Control Funds und Risk Parity Strategien. Risk Parity ist praktisch eine Strategie, die sagt zum Beispiel, wir haben 60% Aktien, 40% Anleihen, das wäre typisch. Vol Control sind Handelssysteme, die im Prinzip dann auch verkaufen, wenn die Vola anspringt und genau das ist passiert. Aber bisher ist da offenkundig noch nicht so viel bekommen, sodass dieser Deleveraging-Prozess, dieser Enthebelungsprozess durchaus noch weitergehen kann. Das erwartet hier etwa auch Julian Emanuel von Evercore ISI, der in einem vielbeachteten Interview gesagt hat, also wir erwarten, dass das hier noch deutlich weiter nach unten gehen kann. Man geht davon aus, dass man so um und bei auf 4600 Punkte fallen könnte. Und er sagt, der durchschnittliche Pullback in einem Nicht-Rezessionsjahr ist 13%. Und da haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Also er zitiert hier auch die schwindenden Zinssenkungserwartungen. Der Markt sei viel zu teuer.
Alles Argumente, die wir natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können, meine Damen und Herren. So billig sind sie noch nie an Aktien gekommen. Zumal jetzt die Rate Cut Expectations gestern auf einem neuen Tief geschlossen haben. Nur 0,38 Basispunkte werden eingepreist. Also so zwischen 1 und 2 Zinssenkungen erwartet man in diesem Jahr. Sodass jetzt diese Lücke zwischen dem Nasdaq etwa und den Zinssenkungserwartungen ein bisschen kleiner geworden ist. Die Märkte sind ja normalerweise parallel gelaufen bis Januar. Wenn die Erwartung, dass die Zinsen stark fallen, groß war, dann sind die Aktienmärkte gestiegen und umgekehrt. Hier sehen wir, dass diese Lücke jetzt sich ein bisschen verkleinert hat. Und was auch ein Problem ist, wir sehen, dass die Liquidität im Bankensystem geringer geworden sind. Das ist hier die Reserve Balances with Federal Reserve, wie das hier im US-Finanzsprech heißt. Jedenfalls. Auch hier eine Riesenlücke zwischen faktischer Liquidität im Bankensystem und das, was die Aktienmärkte gemacht haben. Apropos Liquidität, wir haben jetzt massive Abflüsse gesehen in den letzten 2 Wochen aus den Geldmarktfonds. So stark wie seit Lehman Brothers nicht mehr. Wie gesagt, auf 2 Wochen Basis. Und es sind nicht nur Privatinvestoren, die ja vielleicht ihre Steuern zahlen mussten am 15. April, sondern auch institutionelles Geld, was da rausgeflossen ist. Interessanterweise. Und wir hatten gestern Netflix mit den Zahlen und die waren sehr gut, überhaupt gar keine Frage. Aber die Aktie fällt trotzdem, weil man gesagt hat, wir werden jetzt sozusagen unsere Abonnentenzahlen nicht mehr jedes Quartal veröffentlichen und das sorgte dafür, dass das als schlechtes Zeichen gesehen wird, dass man davon ausgeht, dass die nicht mehr so stark wachsen. Das ist auch die Frage, warum sollen sie das eigentlich machen? Nicht diese Zahl zu nennen, auf die ja alle starren. Dementsprechend könnte das schwierig werden für Netflix. Hier sehen wir mal jetzt wieder den Nasdaq. Wir sind aus diesem Keil da rausgefallen. Mit Schmacke sind dann auch aus dieser Seitwärtsbewegung, in der wir 7 Wochen seit um und bei Ende Februar gewesen sind, rausgefallen. Möglich, dass wir in einer Erleichterungsrallye von unten kommend nochmal sozusagen am unteren Ende dieser Seitwärtsrallye anklopfen. Das wäre beim Nasdaq 100 zu 17.800 Punkte. Possible, but not necessary. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Wir sehen, dass beim Nikkei, dem japanischen Index, da ist es zwischenzeitlich über 3% nach unten gegangen. Vor allem Chipwerte sind gefallen. Und man nähert sich jetzt praktisch Korrekturterritorium. Der Nikkei, ja, der Überflieger. Jetzt sehen wir, dass da vielleicht ein bisschen viel heiße Luft drin war, wenn wir nochmal nach Deutschland kommen. Hier hat also offenkundig unsere effektivste Kriegswaffe, Annalena Baerbock, nicht verhindern können, diesen israelischen Gegenschlag. Die hat sich ja in Israel wieder hingestellt und gesagt, also hier bös, 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 gell? Jetzt muss aber mal unverzüglich das gemacht werden, was wir sagen. Die Israelis, wir entscheiden immer noch, was wir machen. Netanyahu sichtlich pikiert. Es ist mal wieder nach dem grandiosen, fast dataistischen Interview, das Annalena Baerbock den Tagesthemen gegeben hat, der nächste Schnitzer, der zeigte, dass es vielleicht nicht adäquat ist, jemand als Außenminister zu benennen, der vielleicht das Zeug hat zu einer Schulsprecherin in der niedersächsischen Provinz. Aber das ist natürlich dann schon ein Risiko. Hier hat Wirtschaftsminister Habeck gestern in Kiew im Prinzip Scholz blamiert, indem er gesagt hat, ja, die Waffenlieferungen an die Ukraine, die waren zu spät und zu wenig, während Scholz ja immer sagt, wir haben alles richtig gemacht. Also was stimmt jetzt? Das ist so ein diplomatischer GAU, der sozusagen die Innenpolitik, die innenpolitischen Konflikte nach außen trägt. Auch das nicht wirklich ein besonders gutes Bild. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Aktienmärkte und Ölpreis glauben an einen begrenzten Angriff auf den Iran. Wird das weiter eskalieren? Die Märkte denken erstmal, nein, wird es nicht. Erste Leseempfehlung, gern weiterempfehlen über Social Media. Und hier Goldpreis stand am Rekordhoch vorbei. Wie geht's weiter mit Gold? Das ist gleich die 2. Empfehlung. Gerne auch hier wieder weiterempfehlen. Heute Abend Marktgeflüster etwas früher. Ich muss entfleuchen und wahrscheinlich auch etwas kürzer. Also ich sage erst einmal Servus, ciao.